Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 223 von Avorion. Ja, wie ihr seht, hier hinten sind meine Verfolger und dahinter befindet sich jetzt irgendwie, sind es die Xotan? Ja, sind die Xotan. Das heißt, wir können gleich ganz entspannt hier wegspringen, denke ich mal. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Xotan die anderen schaffen, aber wir werden es ja sehen, ne? Vielleicht gucken wir ein bisschen zu, ist ja auch ganz spannend und ich sag mal nach dem Intro wissen wir mehr. Bis gleich. So, da wird ja gekämpft. Ich glaube, die dezimieren definitiv diese Piraten. Ja, das sieht ganz stark danach aus, dass die ganz schnell weg sind, die Piraten, und wir keine Sorgen mehr haben müssen. Gut, das heißt, wir suchen uns ein neues Sprungziel. Welches eigentlich hier liegt, aber irgendwie können wir da nicht hinspringen, oder wie sehe ich das? Das ist ja komisch. Geben wir mal diese Koordinaten in den Computer ein. Warte mal, stopp. Da war diese Koordinate, sah irgendwie so aus, als... Oder? Nee, alles gut, lassen wir so. So, dann drehen wir uns noch nach da. Und schauen zu, dass wir da wegspringen. Sprungroute wurde berechnet. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir halt stärker werden, ne? Weil wir hier zu schwach sind für den Bereich. So, Leertaste drücken wir, damit der Hyperraumsprung funktioniert. Und weg sind wir, ne? Hier. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, was ist das hier für ein Sektor? Nichts drin los? Sieht das so aus? Ja. Wir können jetzt aber hier hinspringen, nach Traveler. Der da, denke ich mal, schon an der passenden Position ist für den Eremitenbeitrag. Und wir springen da einfach mal hin und gucken, was da ist. Oder was da geht. So. Dreh. Spring. Jetzt abkühlen und aufladen. Da wird auch Zeit. Energie niedrig stand da noch nicht. Oh, hier ist irgendwas Besonderes dann, ne? Ein Wurmloch. Da ist unser zweites Schiff. Drei. Fünf. Sieben. Eins. Interessant. Kann ich denn da reinfliegen? Schauen wir mal, oder? Wo geht denn die Reise hin? Ach so, nach da. Kann ich einfach so fliegen und da reinfliegen und das geht? Ich weiß nicht. Probieren wir mal aus mit dem schwachen Schiff. Vielleicht ist er auch gleich kaputt, weiß ich nicht. Oder ist es, weil das andere Schiff da ist, funktioniert's? Könnte sein, oder? Die Barriere. Erfolgreich. Wir sind durch. Ja, sieht wohl so aus, dadurch, dass das andere Schiff da stand, dass man da durchfliegen kann, oder wie ist das? So, jetzt würde ich aber sagen, soll der Traveler mal auch da einfliegen, oder? Achso, das klappt so nicht, ne? Traveler... Wir müssen die linke Taste drücken, dann geht das auch, ne? Zielsektor kann nur mit einem Sprung erreicht werden. Ja, weiß ich wohl, aber das geht nicht, weil eigentlich können wir nicht über die Barriere springen. Jetzt sag nicht, das große, das andere, der Traveler geht da sowieso nicht durch. Doch, durch Blumenlöcher geht er doch durch, oder? Komm, Traveler zu Traveler wechseln, machen wir es so. Hochkompliziert, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt da durchkommt, dass mein Schiff hier steht und dass ich da durchspringen kann oder keine Ahnung. Oder waren die 8 Teile gar nicht hierfür wichtig? Aber ich denke mal schon eigentlich, oder? Auf jeden Fall fliegen wir da jetzt erstmal durch.
geht. Schön wäre es gewesen, wenn das natürlich auch anders geht, ohne dass ich das steuern muss. So, er ist auch da. Aber er ist ein bisschen schlecht dran, ne? Ja, es ist jetzt nicht so einfach mit den zwei Schiffen, ne? Tee? Nee, Tee wollte ich nicht. Ich wollte so... Ach, nee, das wollte ich schon mal gar nicht, ne? Da wollte ich einsteigen, so. Und da wollte ich F machen. Fehler. Mich eskortieren. So, jetzt sind wir in einem inneren Bereich. Und jetzt müssen wir eigentlich schauen, dass wir Rohstoffe kriegen, ne? Instabiles Wurmloch. Jetzt sag mal gerade, ist das Wurmloch ist weg? Nee, doch, da ist es noch. Ich dachte, es wäre weg, weil wir jetzt da durchgeflogen sind, aber pff, passt ja erstmal, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, wo gibt's hier irgendwie was zu entdecken? Koordinaten in Computer eingeben. Ich weiß nicht, ob der andere auch hinterher springt dann, ne? Aber wir müssen erstmal dahin. Erstmal gucken, wie es was geht. Irgendwie müssen wir ja jetzt noch sowas finden wie, sag schon, Stationen und sowas. Da müssen wir was abbauen. Die Xotan sind das hier. Tun die uns was oder tun die uns nichts? Das ist die Frage, ne? Das ist zum Glück nur ein Asteroid, nicht ein Wrack. Okay, das andere Schiff hat uns verfolgt und ist uns gefolgt. Ich habe keinen blassen Schimpfer, ob die näher kommen oder nicht. Und sofort sind alle rot. Ein Schuss und alle sind rot. Bloß weg hier. Das war jetzt nicht so dolle, was ich da gemacht habe, ne? Wo muss ich denn hin? Da. Das andere Schiff ist jetzt wahrscheinlich sowieso gleich verloren. Oh oh. Das war überhaupt kein gutes Ding, da einen Schuss loszulassen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der andere hinterherkommt oder nicht und ob der überlebt. Also sie sind erst bösartig geworden, nachdem ich einen Schuss abgegeben habe. Obwohl ich den gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich nur den Asteroiden gucken, was das war. Ziemlich dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle hinter uns her. Ja, die sind bestimmt vergesslich, oder? Die sind vergesslich, das Xotan-Schiff ist nicht rot. Das Schiff in Sektor 133-36 wurde kritisch getroffen. Ich glaube, das Schiff in 136 ist verloren, ne, oder? Wurde zerstört, genau so ist es. Okay, trauern wir jetzt nicht hinterher. Der Thomas Stehler hat auch gesagt, wir sollen hier Materialien abbauen und schauen, dass wir damit neue Sachen bauen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo hier die neuen Sachen sind, ne? Hier sind ja auch so viele Leute, ne? Die ich gar nicht alle haben will. Ist natürlich ordentlich was da, ne? Ist denn hier schon das nächste Material? Was ist Ogrit oder sowas war das, glaube ich, ne? Ogonit heißt es, okay. Ogonit ist das nächste Zeug. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob es das hier schon gibt. Ich würde mal sagen, 20 Schiffe von Xotan, 175 Asteroiden. Ich denke mal, wir fliegen erstmal hier weiter. Und hoffen mal auf einen Sektor, wo wir alleine sind, mit Asteroiden und da weiter scheffeln können dann. Hier ist jetzt nicht so prickelnd, wenn da so viele von denen rumfliegen, oder?
Vielleicht gibt es auch was ohne die. Muss ja auch sein, oder? Können ja nicht in jedem Sektor Schiffe haben, wo was Interessantes ist. Schauen wir mal. Hier sind auch welche. Alles Xotan. Und wir mittendrin. Hier unten gibt es so... Ah, dann lass uns da hingehen. Da sind ja schon andere. Lass uns mal einen Sektor nach dem anderen hier aufsuchen. Wo ist da? Da ist unser Ziel. Ich glaube, an dem Asteroiden hier muss ich erst vorbei, damit es nicht knallt, oder? Ja, das klappt. Okay. Und Sprung. Okay, da unten waren auf jeden Fall freundliche Sektoren und so wie es aussieht, sind wir hier mal alleine. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Sektor gefunden, wo wir auch was abbauen können, ne? Will ich hoffen. Ja, hier Asteroiden fliegen ja schon mal genug rum, ne? Sieht man natürlich kaum, ne? Was haben wir denn hier so drin an dem Schiff, ne? Nee, hier ist... Nee, das war P war falsch, I ist richtig. Haben wir hier denn... Okay, das... Transporter-Software, Geschützkontrollsysteme. Zwei könnte man noch weiterbauen, damit es größer wird, ne? Handelssystem brauche ich nicht, ich bräuchte jetzt ein Backbausystem, ne? Haben wir natürlich nichts von da, oder wie sehe ich das? Eingebaut ist hier ein Detektor und die Waffensysteme, so wie das Transportersystem. Sind die alle fest? Ne, das hier ist gar nicht fest eingebaut, ne? Ey, das müssen wir also fest installieren, damit wir noch ein bisschen mehr Power kriegen. Da gibt es noch einige, die nicht fest installiert sind. Okay, ich glaube, da oben ist auch noch einer. So, jetzt sind, bis auf das will ich jetzt aber auch nicht unbedingt fest installieren, sind die besonderen legendären sind jetzt alle fest. So, das ist ein Asteroid, den wir jetzt ausgewählt haben, glaube ich. Naja, der bringt mir aber nicht weiter. Habe ich denn hier auch was zum Abbauen dabei? Ich glaube ja, ne, oder? Zerleger R. Aufbereitende Abwracker. Was sind denn das jetzt hier? Wer ist denn in Kontrollgruppe 3 drin? Diese hier. Abwracker. Die haben gar keine Kontrollgruppe hier, ne? Eins ist jetzt alles hier, glaube ich, schießen, oder? Das heißt, wir müssen hier mal... Okay, eine 2 machen. Und das hier? Reparaturlaser ist noch wieder was anderes. Wir haben nur diesen hier. Das ist nur einer, der so... Oh. Und der ist nur Xanion. Noch dazu. Aber eine Stufe höher, also könnt ihr Ogonit abbauen, ne? Wenn wir das dann hier finden, in diesem nebligen Sektor. Das ist grün. Das ist blau. Aber das ist nicht wirklich blau. Ja, ich glaube, hier finde ich nicht so ganz so viel. Ich bräuchte jetzt so ein Teil, ne?
So ein Bergbau-Modul. Ich sehe fast nichts hier. Ich bin jetzt in irgendeinem Asteroidenfeld hier drin, aber ich kann jetzt hier leider keine Asteroiden erkennen, die. Der ist blau, ne? Ja. Die rot-orange, orange sind rot, wäre ja Arborion. Die sind blau. Das ist aber was anderes, oder? Nee, ist auch. Trinium. Kann jetzt leider nichts erkennen. Ja, also in dem Sektor hier ist es, glaube ich, nicht so prickelnd. Nächsten Sektor anvisiert und los geht's. Hat keinen Sinn anders. Schauen, dass wir was sehen. Das ist wichtig. Hier ist alles so neblig. Da habe ich keine Chance, was zu erkennen. Sprungroute wird noch berechnet. Komm, Computer, werd fertig, damit wir springen können. Ja, Zeit ist auch schon wieder fortgeschritten. Einen Sprung würde ich jetzt noch gerne machen. Warum braucht er jetzt so lange? Oh. Sprungroute wird berechnet, ey. Vielleicht sollte ich ein anderes Ziel nehmen. Vielleicht geht das schneller. Da ist es. Springen wir nicht in den nächsten Sektor, sondern in den übernächsten, der da eine gelbe Markierung hat. Gut, dann schauen wir da mal rein. Vielleicht sehen wir da mehr. Vielleicht ist auch ganz viel Böses wieder da. Weiß man auch nicht. Vielleicht sind die Xotan da am Rumfliegen. Oh. Interessante Formationen. Und Xotan-Schiffe, alles klar. Bringen wir nicht weiter hier. Aber jetzt können wir schon mal hier hinspringen oder da, ne? Komm, wir springen mal da hin. Wo ist es? Da. Lass uns dahin drehen. Gut, ich würde aber sagen, machen wir erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ziel wieder nicht berechnen, ne? Toll.